Und ich bin ein Mensch, bei mir dauert es so lange, bis ich so richtig, richtig sauer werde. Und Cuttybox hat das bei mir einfach geschafft. Hallo, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, hier neu sind. Hi, mein Name ist Katrin. Und es gab mal so eine Lieblingsbox in meinem Leben, die mir aber mittlerweile einfach nur so den letzten Nerv raubt und wo ich echt, echt stinkig drauf bin. Und ich glaube immer an das Gute. Ich habe immer noch Hoffnung, dass sie sich einfach wieder fangen. Und ich weiß, ganz vielen von euch geht es genauso. Und man ist einfach nur noch krummelig über diese Box. Und ihr habt es vielleicht am Thumbnail schon gesehen. Ich habe da so eine kleine Box bekommen. Ging ganz, ganz, ganz zügig, ist nämlich die April-Crush-Box. April. Wir haben Mai, Leute. Oder war es die März-Box sogar? Ich glaube, es ist sogar die März-Box, Leute. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich, endlich, nach ewig langem Warten, die Crush-Box in meinen Händen. Und wirklich, Leute, ich mag nicht mehr. Ich habe sie gekündigt, weil es stand mir so Oberkante. Also die Crushbox habe ich erstmal gekündigt. Ihr habt ja schon gesehen, Goodiebox, die normale, die reguläre Box, die ich wirklich immer von Herzen gefeiert habe, habt ihr bei mir nicht gesehen. Die habe ich aber bis jetzt nur pausiert und da war schon wieder das nächste Spektakel mit, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und als ich schon wieder auf die Crushbox so lange habe warten müssen, habe ich dann auch die Goodiebox wieder pausiert. Denn normalerweise wäre meine Pause im Monat April aufgehoben worden, also quasi im Mai. Aber wirklich, ich habe mich so geärgert. Goodiebox ist hingegangen und schreibt mir super, super gerne mal. Ich bin so gespannt, wie das bei euch abgelaufen ist. Wir haben ja jetzt 1,63 € diese Energiepauschale. Ich habe euch da auch ein Video zugemacht, wo ich meine letzte Goodiebox da ausgepackt habe, wo wirklich nur Resteverwertung drin war, wo angeblich nicht die richtige Box war und keine Ahnung, was da alles war. Ich wusste aber, es ist nicht alleine mir so ergangen. Ich habe dann später auch die ganzen Unboxings gesehen und dachte, oh mein Gott, irgendwie kann das nicht wahr sein. Auch jetzt von der April-Goodiebox habe ich ein paar Unboxings gesehen. Und Leute, ich habe mich so gefreut, dass ich die wirklich pausiert hatte, weil auch da wieder einfach Produkte drin waren, die wir alle so schon hatten. Also fast, fast. Es waren zwei, drei Sachen, glaube ich, die neu waren. Aber der Rest alles auch wieder so ein bisschen Resteverwertung. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, in diese kleine Box reinzuschauen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe gerade schon ein paar andere Videos gefilmt, die mich wirklich ein bisschen freudig haben werden lassen, wo ich mich wirklich so ein bisschen meine Laune ein bisschen aufgepeppt habe, bevor ich mich wirklich wage, hier zu öffnen. Weil ich wirklich, und ich bin ein Mensch, bei mir dauert es so lange, bis ich so richtig, richtig sauer werde. Und Cuttybox hat das bei mir einfach geschafft. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich war bei der Energiepauschale, die mir nämlich trotz, dass ich überhaupt keine Box, also in meinem Abo hatte, weil ich die ja pausiert habe, einfach zweimal, ich frage mich auch, warum zweimal von meinem Konto abgegangen ist, wo ich dachte, hallo, ich habe doch gar keine Box bekommen. Für was kriege ich denn dann auch noch zweimal diese Energiepauschale abgebucht? Zum Glück. Bei Instagram nette Mädels, die glaube ich so teilweise den ganzen Frust immer so abkriegen, die mir weitergeholfen haben. Ich glaube, dieser arme Kundenservice, oh mein Gott, es tut mir so, so leid, weil natürlich, es baut sich einfach Frust auf. Auch immer dieses ständige Warten auf die Box. Und wenn ich zurück überlege, die war sonst immer eine der ersten Boxen, die so ins Haus geflattert ist. Es lief alles reibungslos. Wir hatten so tolle Produkte. Und ich höre mich hier schon wieder meckern. Das möchte ich gar nicht so viel. Ich kann nur hoffen, bitte, bitte, bitte entlocke mir ein fröhliches Grinsen bei dieser kleinen Box, die ihr, wie gesagt, jetzt erstmal zum letzten Mal bei mir sehen werdet, weil ich einfach, es ist ja manchmal so auch aus dem Frust raus, wo man dann sagt, nein, jetzt möchte ich nicht mehr. Und
So war es halt bei dieser kleinen Crushbox. Ich brauche hier gerade mal eine Schere, um das Ganze aufzumachen. Wie gesagt, man hat dann auch, also mir wurde dann sehr verschiedene Sachen auch gesagt vom Kundenservice. Einmal hieß es, ja, manche Teile sind nicht lieferbar, deswegen hat sich's verzögert. Und dann habe ich gesagt gekriegt, ja, die Box ist verschollen und sie würden dann eine neue schicken. Und ich weiß nicht, was da teilweise los ist. Ich packe jetzt einfach mal die kleine Crush auf. Ich habe mich extra bei der noch nicht spoilern lassen und das Design ist wirklich wunderschön. Das hatten wir aber, meine ich, schon mal. Ich stöber mal gerade, weil da hinten stehen meine ganzen kleinen Crushboxen. Also auch hier wieder, das Design hatten wir schon mal und das ist, finde ich, auch nicht schlimm, dass Goodiebox hingeht und uns dann diese Boxen, die sie halt noch so haben, halt nochmal schicken, äußerlich. Aber innerlich möchte ich halt nicht nochmal denselben Inhalt haben. Ich mache jetzt einfach mal diese Box auf. Sie ist sehr, sehr leicht. Und wir haben ja mit der Crush Box eine kleine Box, die man sich extra dazu holen kann oder auch nur so abonnieren kann. Ich glaube, wenn man sie ohne die normale, reguläre Goodie Box ins Abo holt, sind wir bei 19,95 und so 14,95. Auf jeden Fall hat der Stefan mir die Box einmal gepackt. Ich weiß nicht, ob wir es kennen können, Leute. Das ist auch so ein kleines Manko, was die ganze Zeit ist. Man kann die ganze Zeit, man kriegt dieses Zettelchen mit dem Scancode drauf und der funktioniert einfach die Hälfte von der Zeit nicht. Man kriegt immer irgendwas anderes angezeigt, aber nicht passend zur Box. Ich werde später rausfinden, wenn ich euch die Preise irgendwie versuche rauszufinden. Dann haben wir, wie gesagt, dieses kleine hübsche Design und diese kleine Schubladenbox, die ich immer noch von Herzen feiere. Ein Klebi, der nicht klebt. Und dann schauen wir mal hier rein. Und ich meine, Goodiebox möchte mich bestechen, wenn ich das sehe. Ich meine, denn wir haben hier einen Pinsel drin. Und das habe ich schon immer gefeiert. Wir haben nämlich sehr häufig in der Goodiebox Pinsel von Niri. Und Niri haben echt tolle Pinsel. In dem Falle haben wir hier, glaube ich, einen Highlighter-Pinsel, die 122. So kommt der einmal daher und der ist echt schön. Ach, der gefällt mir. Also, das gibt hier schon mal einen Pluspunkt für den Pinsel, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag und der auch gut hier zum Highlighten funktionieren sollte. Produkt Nummer 1 ist also schon mal wenigstens ein Grinsen im Gesicht. Dann geht es weiter mit einem Teilchen. Das hatten wir schon. Oh mein Gott, das ist wieder dieses... Also die räumen doch... Schreibt mir gerne, ich bin so neugierig. Bin ich zu übertrieben meckernd oder meckert ihr mit mir oder... Ne? Aber das hatten wir schon. Das ist doch wieder Lager ein bisschen leer geräumt. Ich habe hier ein... von Real Hair ein I Am Strong Definer Brow Pencil drin. Ich weiß nicht, habe ich den noch in Anbruch oder habe ich den weitergegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Welche Farbe habe ich denn hier? Ich hoffe wenigstens, da ist auf mein Profil geachtet worden. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe den gar nicht mal so gut in Erinnerung. Ist auf jeden Fall hier so ein Definer Augenbrauenstift, was ich grundsätzlich mag, in einer schönen dunklen Farbe auf jeden Fall. Also da hat Goodiebox, nee, von wegen, zu früh gefreut, Leute. Nee, das ist nicht meine Farbe und ich habe definitiv in meinem Beauty-Profil dunkel bis schwarz angegeben. Es ist ein helles Braun, also der wird dann leider weiter wandern. Ich habe den hier nur einmal geswatcht, ne? Weil man so dessen ganz dünner nicht gesehen hat, dass das diese Farbe ist und es steht auch nirgends drauf. Aber wie gesagt, die Farbe ist definitiv kein Match. Auf der anderen Seite haben wir übrigens so einen kleinen Spoolie und das lässt mich gerade nicht vor Begeisterung mich freuen. Dann geht es zum nächsten Teilchen und auch das kenne ich bereits. Ist von Comme d'Eau etwas und zwar ein Lippenöl, in dem Falle Tint and Protect Lip Sync steht drauf.
sieht einmal so aus und auch den hatten wir bereits in vergangenen Boxen. Comme Deux ist übrigens die Eigenmarke und auch von Goodiebox. Der färbt die Lippen so ein bisschen ein. Ich meine, ja, ne? Bin ich jetzt auch nicht mega happy drüber. Wie gesagt, hier. Oder war der im Adventskalender? Ich weiß es nicht. Ne? Also da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich diese Teile schon und ich weiß, sie waren auf jeden Fall in Goodieboxen, Kalendern oder sonst irgendwas drin. Einmal den hier drin, auch ein bisschen Resteverwertung. Und dann habe ich hier noch ein Teilchen von Lotti London. Und auch der kommt mir bekannt vor, da kann ich jetzt aber auch nicht genau zuordnen, ob ich den hier schon mal drin hatte. Ist auf jeden Fall ein AM to PM Eyeliner, ich meine in der Farbe Braun, den ich auf jeden Fall kenne, den ich glaube ich, aber ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob er schon mal in der Goodiebox war oder in der Crush war. Auf jeden Fall müsste das ein dunkles Braun sein, genau so ein Kajalstift. Einmal als letztes Teilchen hier in dieser Crushbox. Für 14,95 Euro. Wie gesagt, drei alte Bekannte. Wobei ich bei dem einen fairerweise sagen muss, weiß ich nicht, ob der hier bereits drin war. Die weiß ich auf jeden Fall, gab es schon in Goodieboxen. Und dann haben wir halt diesen kleinen Highlighter-Pinsel, über den ich mich auf jeden Fall freue, mit dem ich auch die Box, denke ich mal, vom Wert her raus haben werde. Der Augenbrauenstift wird weiter wandern. Lippenöl wahrscheinlich auch und tatsächlich, ich weiß nicht, ich mag ja Braun. Also ich möchte nicht alles schlecht reden, sind schöne Teilchen hier drin, aber für mich keine Box, die mich vor Freude hüpfen lässt, die spektakuläre Teilchen drin haben, gerade wenn sie sich dann wiederholen und ich möchte, wie gesagt, nicht weiter meckern und bin einmal mega gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und ich kann mich immer schlecht verstellen. Ich denke, man merkt einfach diese Enttäuschung bei mir. Und ich bin auch gerade nicht traurig. Ich denke, das war die richtige Entscheidung, die Box auch gekündigt zu haben. Denn wenn Boxen einen nicht mehr überzeugen oder man sich nicht mehr drauf freut oder enttäuscht ist, das ist nicht Sinn der Sache. Und wirklich sich über Sachen zu ärgern, dann hinterher zu mailen, zu irgendwie Antwort zu kriegen und so, das stresst einen mehr und ist kein Me-Time-Moment mehr, den man einfach mit dieser Box haben sollte und vorher auch hatte, fairerweise. Aber das ist bei mir auf der Strecke geblieben. Ich habe mich mehr geärgert wie gefreut und dann sind solche Entscheidungen halt, denke ich, nachvollziehbar. Die Box hat mich leider auch nur auf halbem Wege überzeugt. Wie gesagt, sind schöne Teilchen, wenn man sie halt nicht schon vorher hatte. Und ja, ich halte besser meinen Mund und wünsche euch jetzt von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Und hoffe wie immer, dass wir uns fröhlich beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.